Hallo, servus und willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay, diesmal mit dem Löwen auf Karelien. Und ich glaube zum ersten Mal auch, dass ich hier eine Aufnahme mache mit den Modpacks, die ich verwende. Und dürfte auch das erste Replay von mir sein mit dem Löwen in wunderschönen HD. Ja, bin hier im Zug mit Borsten und Felix aus meinem Clan. Und erstmal bewundernde Blicke nochmal auf den Löwen. Ich kann währenddessen mal ein wenig die Mods erklären. Wir sehen, die Gegner sind schön farblich einsortiert. Rot heißt, die bisherigen Ergebnisse waren nicht so pralle. Gelb heißt, die bisherigen Ergebnisse waren medium pralle. Grün heißt, die bisherigen Ergebnisse waren ziemlich gut. Blau heißt, die bisherigen Ergebnisse waren sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch Feinabstufungen mit hellgrün und dunkelblau. Und natürlich auch lila, wobei lila heißt, rette sich wer kann, betet zu Gott, der wird euch niedermachen. So, was haben wir noch? Oben haben wir eine HP-Anzeige von links, welche HP mein Team noch hat, welche HP das Gegnerteam noch hat. Die ist auch relativ genau, basiert aber auf dem Sichtsystem. Das heißt auch die 500 Meter Sicht begrenzt. Und was haben wir dann noch? Wir haben ein anderes Fadenkreuz. Einfach eines, das mir einfach mehr zusagt. Eine andere Anzeige für Reparatur und HP-Pool. Dann haben wir in der Minimap eine große Änderung. Wir haben zum einen ein Rechteck, ein Quadrat, das anzeigt, wie weit man überhaupt sehen kann. Das soll halt demnächst geändert werden und zu einem Kreis geformt werden, wie es eigentlich sein sollte. Währenddessen haben wir hier oben auf der Mittellinie schon mal einen Pershing, der könnte noch sehr, sehr viel Ärger machen. Ist auch der beste Spieler bei denen, wenn wir uns das mal anschauen. Der ist blau. Noch ganz kurz zur Minimap. Wir haben dann einen gelben Kreis, das ist die Reichweite, wo du gespottet werden kannst. Nicht, wo du gespottet wirst, sondern wo du gespottet werden kannst. Ich schieße hier dabei auf einen T29, glaube ich, war das. Der aber nicht mehr aufgeht. Und dann haben wir noch einen blauen Kreis. Das ist die Sichtweite von meinem Panzer. Innerhalb dieser Sichtweite kann ich Gegner aufspotten. Muss sie nicht aufspotten, sondern kann sie aufspotten. So, zum Gefechtsverlauf. Der Felix ist nach rechts gefahren. Wir trennen uns da auch mal gerne. Aus den unterschiedlichsten Gründen, die ich jetzt ganz hier nicht alle aufzählen möchte, dass sie teilweise richtig Kindergarten sind. Borschen und ich, wir sind zusammengeblieben, sind in die Schlachtergasse unten reingefahren. Und haben hier jetzt erstmal ein paar Gegner. Und ich muss aber auch mal hier an der Stelle nochmal dazu sagen, es wird sehr häufig über den Löwen geschimpft, dass er viel zu groß ist, viel zu lahm und eine viel zu weiche Wanne hat. Es stimmt, er ist lahm, es stimmt, er ist riesengroß, aber dass er eine weiche Wanne hat, das kann ich jetzt nicht wirklich bestätigen. Ich unterschätze hier dabei den Winkel von der KV-3 seitlich, da komme ich nicht wirklich durch. So komme ich aber durch und T29 bounced erstmal. Und ja, wir haben hier eine dezente Überzahl an Gegnern. Und am Turm vom T29 abzuprallen ist keine Schande. Da kommt wieder der KV-3, prallt an mir ab. T43 macht Schaden an der IS-3. Und man muss immer noch bedenken, rechts oben ist noch der Pershing, der jeden Moment wieder runterdonnern kann. Und ich bekomme hier wieder einen Abpraller. Biete mich jetzt auch hier ein wenig mehr als ans nochmal ein wenig mehr als Ziel an, um die IS-3 ein wenig zu entlasten. Und ja, wenn wir uns das anschauen, A43, T34, T29. Wenn man sich das anschaut, was die da so rumfahren, weiß man, warum die rot sind. Währenddessen ist der Pershing da oben wieder, bekommt jetzt von der Mittellinie eins vom Felix.
vom T34. Ganz geiler Move an der Stelle. Und ja, wir haben uns entschieden, hier mal ein wenig mehr Druck zu machen. Währenddessen ich den 10. abpraller. Und der Schuss ging, warum auch immer, in die Botanik. Und jetzt bekomme ich erstmal von hinten und von vorne. Und dieser Pershing da hinten, der muss weg. Der stört tierisch, weil der uns gemütlich hinten reindonnern kann. Weil wir hier auch nichts mehr haben, was da oben irgendwie noch wirken kann. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt mich komplett auf den Pershing konzentriere, konzentrieren sie sich komplett auf die IS-3 und die IS-3 ist weg. Ja, und sobald ich mich wieder nach vorne gedreht habe, hat der Pershing wieder mir eins reingedonnert. Deswegen gehe ich jetzt halt hier auch etwas weiter vor, so dass der Pershing nicht mehr so richtig wirken kann. Währenddessen bouncen die schon wieder alle. Haben mittlerweile 18 Treffer erhalten. Das sieht man unten. Das sieht man zum einen, was ich an Schaden mache, zum anderen, was alles auf mich geballert hat und auch die Nachladezeit vom letzten Panzer. Und das sieht man, ich habe 19 Treffer mittlerweile erhalten. 3 davon gingen nur durch. Sagt da noch einer, der Löwe ist weich. Währenddessen die IS-3, der Borsten, konzentriert sich auf den Pershing da oben und ich entsorge alles, was hier unten noch so vorkommen möchte. Rücke jetzt auch nach, habe hier hinten noch einen AMX 5000, der noch ganz schnell beseitigt wird, weil er kann mir ein ganzes Magazin reinklippen, währenddessen ich nachlade. Und jetzt ist der fällig. Und der T29 hat uns dabei umfahren. Aber das Match ist für den gelaufen. Er weiß es wahrscheinlich nur noch nicht. Und da ist der Pershing und er ist weg. Jawohl, endlich. Diese Nervensäge da oben. Der einzige wirklich nervige Gegner. Hat zuletzt auch auf Gold gewechselt. Es sei ihm vergönnt. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Und währenddessen 21 Treffer bekommen und nur 3 Durchschläge. Das wird eine Stahlwand. Ich habe jetzt auch einen vom T29 bekommen. Das war mir aber auch wurscht, weil ich habe noch die HP und ich habe nicht die Gun Depression, um an seine Wand zu kommen. Und hier haben wir das Gefechtsergebnis. Unter anderem Spartaner oder Nerven aus Stahl. Weiß ich nicht, was das jetzt genau ist. Großkaliber Stahlwand mit 5 Kills und 4250 Schaden ausgeteilt. Plus 3760 Schaden abgewehrt durch Panzerung. Wie gehabt. Dass der Löwe butterweich ist, nein, nein, nein. Und in diesem Sinne natürlich wie immer, Panzermarsch!